Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es das letzte Rezept aus der Barbecue-Woche aus dem Yummy Juli. Und zwar machen wir heute gefüllten Tintenfisch. Keine Angst, keine Angst. Ich weiß, es sieht ein bisschen gruselig aus für den einen oder anderen, der damit noch nicht gearbeitet hat. Aber es geht sehr, sehr einfach, sage ich euch. Und zwar als erstes müssen wir hier den Kopf entfernen. Das kann man einfach nur so rausziehen. So. Und dann ist ganz wichtig hier, dass dieses Stück auch herauszunehmen. Seht ihr? Das ist nämlich total hart. Das kommt weg. Und das Stück auch. Das ist die Tinte. Das war's. Das jetzt nochmal ausspülen und den anderen einfach wiederholen. Ich habe die jetzt schön ausgespült. Ist jetzt alles sauber und dann können wir das befüllen. Und zwar nehme ich für die Füllung einfach Frühlingszwiebeln und die schneide ich ja, grob einfach runter. Dann Tomate. Und dann reibe ich noch Ingwer rein. Das schmeckt super lecker. Ich habe das so ähnlich auf den Philippinen gegessen und das war einfach geil. Deswegen musste ich das unbedingt nachmachen. Jetzt noch mit Salz und Pfeffer würzen. Einmal gut mixen. Einfach die Füllung reingeben, bis es nicht mehr geht. So, und jetzt können die schon auf den Grill. Wow. Circa 5 Minuten dann wenden, je nachdem wie heiß der Grill ist. Sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt hier noch mal ein paar Minütchen. Ich habe nochmal den Deckel drauf gehabt, damit es noch ein bisschen besser durchzieht. Sind die eigentlich auch schon fertig. Wir schnappen uns mal ein. Sieht schon sehr schön aus. Karamellisiert also lecker. So. Und jetzt nochmal würzen mit Salz und Pfeffer und am besten mit einem grünen Salat servieren. So, das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und das Rezept probiert mal aus. Es schmeckt auf jeden Fall wie im Urlaub. Also scheut euch nicht, traut euch mal. Es schmeckt sehr lecker und es geht total, total einfach. Ihr könnt es einfach auf dem Grill lassen. Passt wunderbar zum Salat oder auch zum Krautsalat, den ich schon gemacht habe. Ihr könnt hier in das erste Video vom Barbecue Special reinschalten. Das ist nämlich der Krautsalat und hier in das zweite gegrillte Pizza. Auch yummy. Alle drei Sachen passen super zusammen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus und wir sehen uns nächste Woche wieder zu sommerlichen Getränken. Das wird auch super yummy. Also unbedingt wieder reinklicken zum Yummy Juli. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dann. Tschüss.